Welche Autos fahren die Minister der neuen Bundesregierung? Also Angela Merkel fuhr am liebsten im Audi A8 L-Security und Olaf Scholz, das wissen wir ja schon, nimmt jetzt den Mercedes S680 Guard. Vizekanzler Robert Habeck und Christian Lindner vertrauen auf eins der 14 BKA Sonderschutzfahrzeuge, die aber nicht weiter spezifiziert sind. Die nehmen Karl Lauterbach und Nancy Faeser übrigens auch. Und Cem Özdemir wird natürlich nicht immer mit dem Fahrrad fahren, sondern hat sich für ein Audi e-tron entschieden. Und auch die restlichen grünen MinisterInnen fahren elektrisch. Annalena Baerbock, EQS. Steffi Lemke, EQC. Anne Spiegel, BMW i4. Auf ein Plug-in-Hybrid setzen Hubertus Heil, Bettina Stark-Watzinger und Marco Buschmann im Audi A8 und Svenja Schulz im BMW 745e. Bislang unklar ist sich noch unser Verkehrsminister Volker Wissing. Und absolute Verschwiegenheit gilt bei Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Aber welchen Dienstwagen hättet ihr gewählt?